freue mich auf die heutige Bestbesetzung mit Tennislegende Boris Becker. Die Bestbesetzung mit Toni Kroos. Johannes B. Kerner, das B steht für Bestbesetzung. So heißt seine neue Talkshow. Hier trifft Johannes auf die großen und die ganz großen Stars. Seine Show ist die perfekte Bühne für intensive Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten unserer Zeit. Und zwar an Orten, an denen sie sich wohlfühlen. Das ist das Rezept von Bestbesetzung. Unser Rezept, Kollegen an Orten verladen, an denen sie überhaupt nicht damit rechnen. Zum Beispiel in der Hamburger Elbphilharmonie. Dort soll Johannes sein nächstes Interview führen. Und zwar nicht im ersten Stock, nicht im zweiten, nicht im... Ich sehe schon, Sie haben das Prinzip verstanden. Johannes ist ganz oben. Ups. Ja, nicht unhoch. Hast du nicht etwa Höhenangst? Nein. Ich möchte darüber nicht sprechen. Es ist... Manchmal ist es ja gar nicht schlecht, Respekt zu haben. Manchmal ist es auch gar nicht schlecht, einen super Lockvogel zu haben. Meiner ist heute Wotan Wilke Möhring. Noch ist er bei mir in der Regie, aber... Fünf Minuten müsste er auch hier sein. Müsste, ist er aber nicht. Denn wir wollen wissen, kann Johannes B. Kerner außer moderieren, talken und Höhenangst haben auch warten? Oh, Entschuldigung. Macht nichts. Eigentlich müsste Wotan sich entschuldigen. Der ist mittlerweile 15 Minuten zu spät. Auf dem Weg, oder? Ich rufe das Management gleich an. Mein Auftritt wieder. Monique übrigens. Hallo, der Wotan, der ist noch nicht hier. Der sollte eigentlich um 15:15 da sein. Jetzt ist es schon 16:30. Ist er mit dem Zug unterwegs? Eigentlich müsste er da sein. Ich habe jetzt keinen Druck, nur ich muss abends, das weißt du ja, ne? Du kennst ja, ich weiß. Okay. Herr Kerner muss heute Abend noch nach Köln. Und Herr Kerner, der wartet nicht gerne. Aber ich melde mich gleich nochmal. Ja, danke. Wiederschauen. Du hast ja recht, aber vielleicht klingt das ein bisschen streng. Also dafür, dass er es nicht gerne macht, wartet Johannes wie ein echter Profi. Monique schaut auf die Uhr, ist mein Bild des Tages. Unseres auch, dank versteckter Kamera. Das stimmt, ich warte echt nicht so gerne. Das sieht man, Johannes. Oh Mann, eine halbe Stunde überfällig. Ja, alles gut. Kann ich sonst noch was für dich tun? Bring mir einen Gast. Ja, und wenn das nicht klappt, dann hol's einen von der Straße. Na ja, Johannes, vielleicht versuchst du es noch mal persönlich. Jetzt. Oh, klingelt. Hallo? Wo dann? Hier spricht Johannes Kerner. Ja, genau, wir sind verabredet, ne? Heute war das, ne? Genau, ich bin, kleine Scherz, ich bin auf dem Weg. 5 Minuten max. 5. Ja. Das halte ich aus, ich freue mich, dich zu sehen. Bis gleich, alles, ne? Ich mich auch, bis gleich. Tschüss. Ja, da. Wir sind verabredet. Heute war das. Scherzkeks. Hoffentlich hat er wenigstens gute Laune. Dann hat ja zumindest einer gute Laune. Nee, es sind schon mehr. Wotan, mein Team und alle Zuschauer von Verstehen Sie Spaß. Doch dann tut sich endlich was. Kommt er? Zimmerservice. Zimmerservice, natürlich. Ich hätte gerne einen Gast. Ja, können Sie aufs Zimmer bringen. Und da kommt er endlich, der Gast. Hallo, Entschuldigung. Geht doch. Ja. Ich muss einmal durch. Endlich kann es losgehen. Nur noch eine Frage vorab. Ja. Dein Handy aus? Nee, also ich warte auf einen ultra wichtigen Anruf, aber ich mache das ganz leise. Ja? Großer Druck, Drama oder? Nee, im Gegenteil. Okay, aber ist okay, wenn ich meins ausmache. Absolut. Okay. Alles geklärt, los geht's. Erste Frage. Wotan. Ja. Schön, dass das klappt. Die Elbphilharmonie hat es dir angetan. Warum gerade das Treffen hier? Es ging vor allem um die Aussicht. Ich bin ja gerne oben und man hat einen tollen Blick über alles, quasi so Adlerhorst-mäßig. Mhm. Johannes freut sich. Es läuft. Höchste Zeit für mich zu stören. Ich ruf mal an. Ist jetzt gerade im Gespräch. Passt vielleicht nicht, aber naja. Aber für so mich allein war nur musikalische Entschuldigung, Entschuldigung, das ist jetzt hoffentlich das Entschuldigen wirklich. Hallo? Papa! Papa! Ja? Aus, ja? Warte mal, Karl, ja? Eine Sekunde, mein Sohn. Wir erinnern uns, Johannes wartet nicht gern. Aber es ist echt wichtig. Wo ist das denn in der Küche da, was ich immer suche da? Pass auf, ich habe doch gesagt, das ist im zweiten Regal, nicht in dem ersten. Hörst du mir zu? Ja? Nee, in dem zweiten. Zweite Regal, alles klar. Genau, da ist das drin und das macht ihr einfach warm. Okay, ja, alles klar. Okay, ja, tschüss, tschüss. Mittagessen geklärt. Ja, entschuldige, das war nicht der Anruf, auf den ich gewartet habe. Aber auch er. Von wegen, alle Kinder werden selbstständig, ja, bla bla. So, entschuldige bitte. Okay, also,
Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, zweites Regal, oder? Also, wo waren wir? Ja, das frage ich mich mittlerweile selbst. Keine Frage, Johannes ist aus dem Tritt. Dieses Gefühl, zum ersten Mal aus einem Hubschrauber ins Nichts zu springen, hat man da nicht einfach auch Schiss in der Bubs? Gute Frage. Dafür muss Wotan ein bisschen ausholen. Ja. Bisschen wortkarg, aber es gibt ja noch mich. Ich bin ja Management Wotan Wilke Möhring, ich bin Kind Wotan Wilke Möhring und jetzt bin ich Regisseur von Wotan Wilke Möhring. Ich ruf mal an. Ja, ich kann's gar nicht. Hören wir uns auf Babylon. Entschuldigung. Und zwar einer, den Wotan eingespeichert hat, Hollywood-Legende Roland Emmerich. Ja, nee, das... Darf ich kurz rangehen, ne? Soll ich über Haus gehen? Ich bin gerade in einer Talkshow. Läuft bei uns. Und bei uns erst. Johannes wartet schon wieder, ne? Ach so, wie läuft's denn? Ja, ich finde, wir können weitermachen. Bisher waren die Fragen gut. Wir haben Fondue vorbereitet. Also ja, jetzt das kann dauern. Lass mal Ölbar machen. Ja. Johannes macht jetzt auch mal Mittag. Oder wie er es nennt, Warten Reloaded. Roland Emmerich. Ja. Und noch ein bisschen warten. Ein Scheiß ist das. Naja, also uns geht's prima. So, wenn wir pünktlich begonnen hätten, dann wären wir jetzt schon fast fertig. Wie sagte schon Lothar Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette. Wir haben jedenfalls Zeit, so ein Überseetelefonat kann ja dauern. Er ist jetzt telefonieren, das muss ja mindestens heute. Da ist er. Entschuldigung, sorry. Ich. Okay, aufstehen, Krone richten, weiterfragen. Medium, meinen Sie? Was ist der Kern des Menschen, Wotan Wilke Möhring? Was treibt dich jeden Morgen an? Was treibt dich raus? Woher kommt die Unruhe, könnte man auch fragen. Psychologie heute, ja. Seite 14, ja. Mit Johannes B. Kern. Ja. Johannes versteht nichts mehr. Da können wir helfen. Zwei weitere Lockvögel sorgen für besseren Durchblick. Da oben. Zwei Fronten hier putzen. Ey, das kann doch nicht sein, dass die diesen Schuppen jetzt putzen müssen, wo wir hier einmal für eine Stunde. Ja, habt ihr super organisiert, aber wollen wir trotzdem weitermachen? Können wir das. Lassen wir es einfach so geschehen, oder? Wird der verpixelt? Nicht verpixelt, veräppelt. Wotan muss mal für kleine Möhrings und Johannes frönt seinem neuesten Hobby. Die Welt nicht mehr verstehen. Immer und wenn ich fragen darf, wo ist unser Gast? Der Workout ist klar. Toilette. Toilette natürlich. Toilette. Können wir die bitte verkabeln? Ja. Rufen Sie mich. Also die Fenster sind sauber. Wotans Hände hoffentlich auch. Und Johannes, versucht's mal mit Zitaten. Also ich versuch's mal mit Zitaten. Das eben war schlecht recherchiert mit den Smartphones, oder? Ja, also. Ach du Scheiße. Hilft aber nichts. Stimmt das so nicht, weil die natürlich aus einem bestimmten Grund haben. Mahlzeit. Ja. Komm, lass fertig machen hier, komm. Wotan will jetzt Feierabend machen, damit rennt er bei Janis offene Türen ein. Tut mir leid, weil Kollegen sagen gerade, das geht nicht so. Wir müssen jetzt. Okay. Oder, tut mir leid. Wotan, ein kurzes Telefonat. Wie wär's mal mit Rufumleitung? Das ist ja hier wirklich, Wotan beschwert sich bei seinem Management. Bisschen Jugendfernsehen hier. Ja, pass mal auf, also irgendwie das läuft irgendwie nicht so richtig, wie man sich das vorstellt. Kann man sagen. Das läuft nicht genau. So richtig, wie man sich das vorstellt. Doch. Was machen wir jetzt? Also ich hätte da eine Idee. Wir lösen das Ganze auf. So, ich habe jetzt den Verantwortlichen mal hergeklingelt. So, der Verantwortliche kann jetzt mal bitte mal kommen. Jetzt ist er. Halt Bestbesetzung heißt doch die Veranstaltung, ne? Aber eigentlich ist es eine Spaßbesetzung, lieber Johannes. Herzlich willkommen. Da verstehen die Spaß. Das ist das Interview mit den saubersten Scheiben in der deutschen Fernsehhistorie. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Kann ich sagen, das kriegst du wieder? Das kann hoffentlich. Ja, klar, ich freue mich immer. Das war, den du jetzt. Und du auch? Ja. Also ich hatte Spaß, ihr natürlich auch. Johannes B. Kerner brauche ich nicht vorzustellen. Wotan Wilke Möhring. Und wer mehr auf unserem YouTube-Channel sehen will, muss einfach nur also neben dem Johannes klicken, mehr oder minder. Und wer das nächste Video sehen will, oberhalb von Wotan. Viel Spaß.